Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag. Das ist überschrieben mit Schwarze Kunst, Wege zum Druckfernsehen im Berg. Und wie wir eben schon gehört haben, wenn man etwas veröffentlicht, wenn man etwas schreibt, wenn man etwas zu Papier bringt, dann gibt es dann natürlich immer mal diesen Moment, wo man sagt, man muss das irgendwann mal gestalten. Und da können eine ganze Reihe an Fallen auftauchen, muss sich auftun. Und ich möchte an der Stelle einfach euch mal mitteilen, welche Dinge mir aufgefallen sind, welche Dinge schiefgegangen sind und damit ihr nicht in die gleichen Fallen tappt. Ich werde ein bisschen was über mich erzählen. Dann geht es darum, wie funktioniert eigentlich, wie kommt man eigentlich zur Veröffentlichung, welche Fallen passieren, was verwende ich an Werkzeugen, was kann immer noch schiefgehen und natürlich auch noch ein paar Beispiele, was ich daraus gelernt habe. Mein Aktionsradius über die letzten 20 Jahre hinweg, wer gerade im Vortrag nebenan war, der hat das mitbekommen, da ist eine ganze Menge Linux drin. Betreuung kann jetzt Linux-Tage, Betreuung Linux-Infotag in Brandenburg, Linux-Bus spielt eine Rolle, regionales Look-Treffen, Debian spielt eine Rolle, dann auch das Debian-Paketmanagement, das, was Axel Becker und ich seit 2012 erstellen oder an dem wir arbeiten, und auch das Notizbuch für bessere Programmierer. Was daraus entstanden ist, dass manche Schulungsmaterialien einfach zu fehlerhaft sind. Im realen Leben kümmere ich mich um Ansatz. Das heißt also, ich bereite Dinge digital auf und kümmere mich auch dann darum, dass es gedruckt wird. Dann kommt auch noch ein Stück weit Administration dazu. Das heißt also, ich betreue Systeme und ich mache auch eine ganze Reihe an Schulungen. Das heißt also Linux-Schulung oder auch Python-Schulungen. Normalerweise habe ich immer Standort angegeben, aber seit einiger Zeit bin ich so viel unterwegs, dass ich das dann einfach in Arbeitsort geändert habe. Und da sind halt ein paar wandelnde Momente dabei. Fehlt der Ursprung, kennt ihr? Das ist richtig, der Ursprung fehlt, aber man ist halt in die Weltgeschichte gezogen. Beginnen wir mit dem Weg, man hat eine Idee. Man möchte gerne etwas zusammenstellen, man möchte das gerne veröffentlichen. Und schauen wir uns als allererstes mal an, wie man eine Idee oder ein Werk für andere verfügbar machen kann. Früher hat man das einfach zu einem Verlag geschickt, der Verlag hat ein bisschen Magie betrieben und dann fiel am Ende ein Buch heraus. Heute läuft das an einigen Teilen ein bisschen anders, insbesondere wenn es um den Bereich Selbstverlag oder auch digitales Veröffentlichen geht. Das, was man als allererstes machen sollte, man sollte sich überlegen, was man will, mal seine Idee aufschreiben, seine Idee in irgendeiner Weise präzisieren. Also zumindest sich klar werden, was möchte man. Dann hat es sich bewährt, nach Veröffentlichungen zum gleichen Thema zu suchen. Im Sinne von, was gibt es denn schon? Hat schon jemand anders auf diese Idee gekommen? Gibt es andere Veröffentlichungen zum gleichen oder zu einem ähnlichen Thema? Dann kann man sich diese natürlich auch mal anschauen und auch sagen, was beinhalten diese, was ist der Schwerpunkt, was ist die Zielgruppe, an wen richtet sich das? Richtet sich das an Einsteiger, richtet sich das an Fortgeschrittene, richtet sich das an Experten? Und natürlich kann man sich dann auch nochmal überlegen, wie unterscheidet sich denn das, was es schon gibt, von dem, was man machen möchte? Ja, weil sozusagen das 25. Wimbuch zu schreiben, ist vielleicht nicht ganz so durchschlagend. Aber wenn man das halt weiß, was es gibt, dann kann man eben schon sagen, okay, wir bauen das noch an der Stelle ein bisschen anders. Dann sollte man eine Rohfassung seines Werks erstellen. Rohfassung heißt, zumindest erstmal sich überlegen oder aufschreiben, was da drin vorkommen soll. Also im Endeffekt nicht nur den Inhalt des Buches in einem Satz zusammenfassen, sondern einen Entwurf machen. Die einzelnen Kapitel, die einzelnen Inhalte, das zumindest mal aufschreiben. Dann sich Gedanken über die Veröffentlichung, über die Lizenz der Veröffentlichung machen.
Also zum Beispiel möchte man das Ganze einem Verlag geben oder möchte man es zum Beispiel das Ganze unter Creative Commons stellen. Bei Creative Commons muss man dann überlegen, möchte man das freigeben für alle, möchte man das für nicht kommerzielle Benutzung freigeben oder darf es beliebig verwendet werden. Wenn man das getan hat, sollte man eine Entscheidung zur Veröffentlichung treffen. Und zwar, da kommt jetzt die entscheidende Frage, möchte man einen Verlag damit beauftragen? Dann ist nämlich der dafür verantwortlich, das ganze Marketing zu machen, das an der Stelle zusammenzustellen, Veröffentlichungen, ISBN beantragen, mit der ganzen Druckerei kommunizieren und so weiter. Oder möchte man es selber machen? Und selber machen heißt, ich muss mir etwas suchen, wo ich etwas veröffentliche, also sozusagen einen digitalen Veröffentlicher, muss das hochladen, bin für den ganzen Berg, den der Verlag macht, selber verantwortlich. An dieser Stelle muss man sich wirklich überlegen, wo macht man die Arbeitsteilung? Lässt man das jemand anders machen oder nimmt man das selber in die Hand? Wenn man sich dafür entschieden hat, sollte man natürlich auch das Werk schreiben. Es hilft erstmal nichts, also jetzt wird es an der Stelle wirklich konkret, wir müssen ja auch das Werk schreiben und natürlich dann das Ganze auch veröffentlichen, weil das Werk schreiben und in der Schreibtischschublade liegen lassen, davon hat die Außenwelt selten was davon. Ich habe mich an dieser Stelle für Print on Demand entschieden und die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass man etwas vorbereitet, dass es sozusagen druckfertig ist, dass es eine digitale Druckvorlage gibt und erst in dem Moment, wo eine Bestellung eintrifft, dann wird diese Vorlage gedruckt. Das heißt also, man muss an der Stelle kein Lager vorhalten, man hat also keine irgendwo eine Palette mit fertig gedruckten Werken herumstehen. Man muss auch keine, sage ich mal, nicht verkauften Bestände oder Bestände mit Fehlern vernichten. Man muss aber an der Stelle berücksichtigen, dass das einen kleinen Augenblick dauert. Sprich, wenn eine Bestellung eintrifft, muss es erst gedruckt werden und dann wird es geliefert. Das heißt also, 3 bis 4 Tage muss man an der Stelle schon rechnen, von der Bestellung bis das Ganze gedruckt worden ist und bis das Ganze vorliegt. Dann muss man sich auch Gedanken machen über den Preis eines Exemplars. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Einzelstück drucken lasse, dann ist der Preis vergleichsweise hoch. Wenn ich die ganze Palette drucken lasse und hoffe, dass sie sozusagen abverkauft werden, dann ist der Preis sehr, sehr niedrig. Dann kommt man auf akzeptable Preise. Bei Print on Demand sollte man sich auch nochmal überlegen, wer das Ganze anbietet. Also ob das jetzt eine lokale Druckerei macht, der man das Exemplar, die digitale Vorlage gibt, oder ob man eine Online-Druckerei wählt. Man kann es auch bei einem digitalen Verlag machen, meinetwegen bei Amazon oder bei Bookwire oder bei ePublic, die Liste ist sehr, sehr groß. Wenn man es über eine lokale Druckerei macht, hat man quasi immer einen Ansprechpartner und hat auch die Möglichkeit, ein Probeexemplar zu drucken und sich nochmal direkt beraten zu lassen. Das kostet ein bisschen mehr Zeit, aber wenn man jetzt sozusagen nicht der Druckprofi ist im Sinne von, was für eine Bindung möchte ich haben, was für ein Papier möchte ich haben und so weiter. Wenn man sich das alles mal zeigen lassen will, dann ist so eine lokale Druckerei auf jeden Fall von Vorteil, weil man davon ausgehen kann, dass da eine gewisse Kompetenz vorhanden ist, die das auch einem nochmal erklären kann, im Sinne von, das Papier sieht so aus, diese Farbe verhält sich auf dem Papier so und so. Wenn man eine Online-Druckerei benutzt, dann hat man diese Beratung in der Regel nicht oder muss sie sozusagen extra einkaufen. Bei einer Online-Druckerei schickt man die Sachen hin, drückt auf Bestellen und dann kommt irgendwann das Buch zurück in gedruckter Form. Was muss ich bereitstellen? Also sprich, wenn ich mein Werk digital veröffentlichen will und Print on Demand benutzen will, muss ich 2 Dinge bereitstellen. Ich muss einerseits den Inhalt des Buches bereitstellen, in der Regel als PDF. Das heißt, die ganzen Online-Druckereien nehmen kein DocX, kein OpenLibreOffice, kein DVI oder auch kein Déjà-vu-Format, sondern die wollen an der Stelle einfach ein PDF haben.
hat man früher benutzt, heute deutlich weniger. Also ich habe ganz wenige gefunden, die das überhaupt noch akzeptieren. Und auch das Wissen außerhalb der Dorfwelt für PostScript ist, es wird immer weniger. Wenn ich den Inhalt habe, brauche ich natürlich auch den Umschlag. Das heißt also, wenn ich ein Buch habe, habe ich nicht nur den Buchblock innen drin, sondern auch den Umschlag. Das heißt, ich müsste mir dann auch Gedanken machen, wie sieht der Umschlag aus, hängen die Bilder, passt das an alles, ist der Seitenrand groß genug, ist der Umschlag überhaupt groß genug, dass an der Stelle alles überhaupt so drauf passt, wie ich es haben will. Digitale Veröffentlichung heißt aber auch, dass ich damit eine Möglichkeit habe, gleich noch ein paar andere digitale Formate mit abzubilden. Das heißt also, ich kann dort eine EPUB-Datei bereitstellen, ich kann es auch als Multipocket bereitstellen oder wenn ich das über Adobe benutze, kann ich Adobe Content Server Messages benutzen. Das ist in dem Sinne ganz cool, man hat quasi eine Vorlage und produziert sämtliche Ausgabeformate in einem Watch. Das ist an der Stelle schon sehr, sehr schön, muss ich nicht so viel kümmern. Das klingt alles schon sehr, sehr gut, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die man bei der ganzen Sache beachten sollte. Und da kommen wir zu den Fallen am Wegesrand. Das allererste ist Farbe und Papiergröße. Farbe in dem Sinne, weil wir auf einem Bildschirm ein anderes Farbmodell verwenden als auf einem gedruckten Exemplar. Das heißt also, wenn unser PDF zum Beispiel für den Bildschirm optimiert ist, also Bildschirmdarstellung, dann sieht es auf dem Papier nicht unbedingt gut aus. Das heißt also, die Umrechnung von dem einen Farbmodell RGB für den Bildschirm nach CMYK für das Papier, die ist nicht deckungsgleich. Das heißt, es können nicht alle Farben exakt umgerechnet werden. Das heißt also, manche Bilder sehen dann an der Stelle einfach nicht so aus wie auf dem Bildschirm. Wenn wir also sozusagen Dokumente vorbereiten, dann bietet es sich an, eine Variante zu erstellen, die für den Bildschirm passt, im RGB, und natürlich auch eine zweite Variante für den Druck mit dem CMYK-Farbmodell, damit es dort für die Darstellung keinerlei Überraschungen gibt. Die nächste kleine Falle ist die Papiergröße. Wir gehen im Prinzip davon aus, dass wir das DIN-Format verwenden. Das ist in dem Sinne auch gut, weil das funktioniert in Europa, in Afrika, Asien, Australien und auch Südamerika. Aber es gibt ein paar Länder, die machen das ein bisschen anders. Das heißt also, wenn ich mit einem A4-Format in den USA ankomme oder in Kanada, dann können die damit nicht mit denen etwas anfangen. Das heißt also, wenn es eine Veröffentlichung sein soll, die in einem Land stattfindet, was kein DIN-Format kennt oder wo es, sagen wir mal, unüblich ist, dann muss man an der Stelle das bei seinem Ausgabeformat nochmal anpassen. Dann haben wir den Druckrand. Ich habe das bei vielen erlebt, die machen das an der Stelle so, die sagen, ja, ich habe doch hier mein Blatt Papier. Und auf diesem Blatt Papier möchte ich möglichst viel unterbringen. Ist eine gute Idee, aber das ist noch lange kein Garant dafür, dass auch wirklich alles gedruckt werden kann. Weil der Drucker oder auch die Druckmaschine brauchen ein bisschen was zum Festhalten des Papiers, damit das überhaupt das Blatt Papier oder die Druckrolle eingezogen werden kann. Und hier haben wir mal so ein Beispiel, dass wir vielleicht wo wir so zwei Seiten, zwei gegenüberliegende Seiten haben. Die linke Seite hat deutlich zu viel Inhalt. Das heißt also, der untere und der obere Rand, das ist vollkommen in Ordnung. Aber der Innenrand, hier der Innenrand, da wo sich der Mauszeiger gerade befindet, und auch dieser Außenrand, der ist an der Stelle deutlich zu klein. Das heißt also, hier besteht die Gefahr, dass das nicht richtig gedruckt werden kann, dass einfach ein Stück weit abgeschnitten wird. Und das möchte man ja nicht. Das heißt, man möchte ja schon das ganze Bild auf dieser Seite haben. Das heißt also, beim Vorbereiten bitte darauf achten, dass hier genügend großer Seitenrand da ist, dass das aufpassend eingezogen werden kann.
Auf der rechten Seite, hier das Bild mit den Kästchen, das ist natürlich deutlich einfacher. Da ist hier deutlich genügend Platz vorhanden. Eine weitere Falle ist der Einband. Und das, was ich an der Stelle gesehen habe, ist, dass der Einband zu klein ist. Dass also die Größe falsch berechnet wurde und dass vor allem auch der Buchrücken komplett vergessen wurde. Der Buchrücken ist nämlich das Stück, was sich zwischen diesen beiden Seiten befindet, was ich sozusagen, wo meinetwegen der Buchtitel draufgedruckt wird. Und viele Menschen vergessen das und die wundern sich dann, dass das überhaupt nicht da so richtig zu sehen ist. Und es gibt auch eine Formel dafür, über die man das berechnen kann. Also man sagt halt die Anzahl der Seiten, dann mal das Papiergewicht durch 1000 und dann bekommt man die Angabe, wie breit dieser Buchrücken sein muss. Wenn es um den Druck geht, bedruckbar ist ein Buchrücken, ich glaube, ab 3 bis 5 mm. Da muss man allerdings aufpassen, muss die Schriftart entsprechend wählen und es klappt auch nicht bei der Druckerei. Wenn ich randlosen Druck haben will, dann brauche ich ein bisschen extra Platz. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier als Papierseite nehme, dann muss ich rund um meine Papierseite, da wo mein Inhalt steht, nochmal extra Rand hinzufügen. Schlicht und einfach, damit dann, wo dieser rote Streifen ist zum Beispiel, dass dieser rote Streifen einfach so abgeschnitten werden kann, dass es so aussieht, als ob man bis zum Rand gedruckt hat. Hat natürlich den Nachteil, dass man eine ganze Menge Verschnitt hat, aber man hat halt an der Stelle randlosen Druck. Wenn man Bilder einfügt, muss man die Bilder ein kleines bisschen größer machen und muss halt dann auch damit leben, dass ein kleines Stückchen von diesem Originalbild abgeschnitten ist, dass das Bild nicht 1:1 da drauf ist. Dann gibt es etwas, das nennt sich Schnittmarken. Das heißt also, Ingenieure haben sich was einfallen lassen und haben sich überlegt, wie können wir denn das Ganze so darstellen, dass die Schnittmaschine bei der Druckerei weiß, wo sie den Rand abschneiden muss. Und da gibt es diese Schnittmarken, die werden hier unten in der oberen und unteren Ecke jeweils angebracht und damit weiß die Maschine, wo sie an der Stelle schneiden muss. Und dann können wir im Endeffekt auch festlegen, wo der Rand überhaupt ist. Dann gibt es noch ein paar weitere Dinge, auf die man zumindest vorbereitet sein sollte. Und zwar muss man sich die Seitenanzahl überlegen. Wenn man eine ungerade Seitenanzahl hat, dann müssen automatische Leerseiten eingefügt werden, weil die Druckmaschine kann im Endeffekt nur gerade Seitenanzahl verarbeiten. Ja, also das heißt, wenn wir meinetwegen 43 Seiten haben, dann muss das durch 2 oder auch durch 4 teilbar sein, damit das entsprechend gedruckt werden kann. Also kommen entsprechende Leerseiten noch hinzu. Das muss man also mit berücksichtigen. Der Buchblock wird ein kleines bisschen größer. Dann muss man überlegen, wenn man eine Digitalfassung macht, dass die Schriftarten in der Druckvorlage eingebunden sind. Ich habe das also mehrfach schon erwähnt, dass die Schriftarten nicht eingebunden worden sind und dann war die Schriftart auf dem Ausgabegerät nicht verfügbar und dann sah das an der Stelle ein bisschen anders aus. Entweder die Breite der Schrift passte nicht oder es sah einfach komisch aus. Also das heißt, Schriftart immer mit einbinden. Bildauflösung. Wenn wir das hier am Bildschirm angucken, sieht das meistens ganz gut aus. Wenn wir das aber gedruckt haben wollen, dann müssen wir mit einer deutlich höheren Auflösung daran gehen, damit das überhaupt noch sauber aussieht. Was ich auch gesehen habe, es gibt eine Reihe von Programmen, die wandeln den Text in Bilddaten um. Das heißt also, die Inhalte werden nicht als Text bereitgestellt, sondern als Bilddaten. Und das hat in dem Sinne einen Nachteil, wenn wir das Ganze digital bereitstellen. Das sieht zwar auf den ersten Blick, aber für uns, die wir sauber sehen können, sieht das alles super aus. Aber wenn jetzt jemand anderes da ist, der das halt nicht sehen kann, der meinetwegen blind ist und der ein zusätzliches Gerät braucht, damit das Ganze interpretiert werden kann, der kann mit so einer Bildgeschichte nichts anfangen. Und deswegen hilft es,
das Ganze als Text bereitzustellen, damit es vom System wieder sauber durchsucht werden kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was mein Werkzeugkasten ist. Und mein Werkzeugkasten baut auf LaTeX aus. Und um jetzt zum Beispiel ein CMYK-Farbformat zu erzeugen, gibt es ein Paket namens X-Color, und dieses X-Color bringt das RGB mit und bringt auch das CMYK mit. Das heißt also, in meinem LaTeX-Dokument füge ich ein entsprechendes Paket noch vorne mit hinzu und schalte direkt in den CMYK-Modus um. Für Barcodes, die braucht man auch, um zum Beispiel, dass das Buch, wenn es gedruckt worden ist, auch am Ende eingescannt werden kann. Da gibt es ein Kommando oder ein Paket namens PST-Barcode. Für Metadaten gibt es das Paket HyperXMP. Da werden vielleicht die meisten gar nicht so richtig drauf achten, aber wenn wir es digital bereitstellen, haben wir in dem PDF Metadaten. Und diese Metadaten werden dann zum Beispiel genutzt, um herauszufinden, um welches Buch handelt es sich, was ist an dem Buch, welcher Autor ist da drin, welcher Titel ist da an der Stelle drin. Und mit dem Paket HyperXMP können wir diese XMP-Metadaten einfügen und können das dann an der Stelle digital auslesen. Dann gibt es noch ein Paket, das nennt sich QR-Code. Und dieser QR-Code ist in dem Sinne ganz cool, weil dort kann ich einen QR-Code einfach hinzufügen. Das heißt also, in meinem Dokument oder auf meinem Dokument erscheint ein fertiger QR-Code, den muss ich nicht mehr von irgendeiner kommerziellen Seite beziehen. Und ich habe hier mal so einen solchen QR-Code gemacht, der ist gleich mit einem Link und der hat eine Höhe von 1 cm. Und damit habe ich diesen QR-Code gleich auf meiner digitalen Vorlage drauf. Und habe das an der Stelle gleich da zu der Quelle verlinkt, wo auch die meisten Sachen verfügbar sind oder wo das Werk dann verfügbar ist. Das ist in dem Sinne sehr, sehr cool und wird dann, wie gesagt, ad hoc gesehen. Dann habe ich ein Paket, was ich verwende, das nennt sich Book Cover. Und dieses Paket Book Cover, das macht es mir sehr, sehr einfach oder erleichtert es mir sehr, sehr stark, um meine Buchumschläge zu bauen. Den muss ich nicht mehr per Hand ausrechnen, sondern ich sage dem hier zum Beispiel, was ist meine Größe, also was ist im Endeffekt meine Buchgröße, wie hoch ist mein Cover, wie breit ist es und natürlich auch, wie breit ist mein Buchrücken. Und dann kann ich dem noch sagen, man rechnet es mir perfekt die entsprechende Größe für meinen Buchumschlag aus. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Mit dieser Angabe, Markkammer, kann ich mir entsprechende Schnittmarken erzeugen lassen. Und die werden dann nämlich genau an den entsprechenden Seiten mit eingefügt, sodass ich das nicht dann per Hand hinzufügen muss. Dann habe ich noch ein paar andere Werkzeuge, die ich benutzt habe. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Das eine, was ich gesehen habe, das nennt sich BookBolt. BookBolt ist ein kommerzielles Tool und dort macht sich das insofern bemerkbar, wenn man zum Beispiel mit Amazon zusammenarbeitet, mit dem Print on Demand. Und das ist einfach ein Content-Provider, sprich, dort sind eine ganze Menge an spannenden Vorlagen drin, die man benutzen kann, wo man sagen kann, okay, hier gibt es die entsprechenden Maße und dann schiebe ich die Sachen in den Web-Editor einfach an die richtige Stelle und muss halt nicht das von Hand machen. Das, was ich aber auch verwendet habe, ist Overleaf. Und Overleaf ist ein LaTeX-Editor oder eine Plattform zum Editieren von LaTeX-Inhalten im Webbrowser. Und das ist in dem Sinne ganz cool, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die keine LaTeX-Erfahrung haben oder die wenig LaTeX-Erfahrung haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, das sieht also an der Stelle so aus, hier sind die einzelnen Projekte drin. Und wenn wir uns jetzt mal, nehmen wir dieses hier,
Dann sieht das an der Stelle so aus. Ich habe hier auf der linken Seite meine Übersicht über die einzelnen Kapitel. Hier in der Mitte habe ich meinen Texteditor. Ich kann das auch hier mal wegmachen. Dann habe ich hier meinen Texteditor drin. Den Texteditor kann ich an der Stelle so konfigurieren, dass er mit Win-Tastenkommandos bedienbar ist oder auch mit Emacs-Tastenkommandos. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite das Ausgabefenster. Das heißt also, das, was ich hier links im Editor tippe, wenn ich das übersetze, bekomme ich auf der rechten Seite sofort zu sehen, wie das Ganze aussieht. Ja, also wenn ich jetzt hier Änderungen vornehme, ich mache mal hier, ich nehme mal, was nehme ich denn? Ich nehme mal hier, wo die Inhalte sind. Augenblick. Ich trage mal hier was ein. Ja. Dann speichere ich das Ganze ab, wie in Win im Endeffekt auch. Gehe auf Recompile. Dann wird das Ganze neu übersetzt. Braucht es einen kleinen Augenblick, bis das komplexe Layout übersetzt hat. Und dann sieht man hier an der Stelle, dann hat es hier diesen Text schon hinzugefügt. Und das ist insofern cool, weil ich halt nur ein Programm habe, was ich quasi offen habe, wo ich auch mit relativ wenig Versatz das Ganze sehen kann. Cool ist auch, man kann mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Also sprich, es ist ein kollaboratives Tool. Sprich, ich kann mit mehreren Leuten gleichzeitig daran arbeiten. Der Michael Ries und ich, wir haben das hier für dieses Cheat Sheet gemacht, für dieses kleine Blättchen. Das heißt, ich konnte sehen, woran er gearbeitet hat und ich habe dann auch sagen können, hier, da müssen wir da noch was korrigieren und so weiter. Das heißt also, es können mehrere Leute sich gleichzeitig einklinken und können gemeinsam ein Dokument schreiben. Wenn man sich irgendwo vertippt hat, wenn irgendwelche Fehler aufgetaucht sind, das Ganze hat auch eine Versionskontrolle und das heißt, wenn ich jetzt hier auf eine Version zurückgehen will, dann gehe ich hier auf dieses, auf diesen Knopf und dann kann ich zu einer vorhergehenden Variante zurückgehen. Das heißt, es hat eine Versionsverwaltung dabei, in dem Sinne sind Fehler wieder korrigierbar. Das finde ich sehr, sehr cool. Jetzt hat man das Ganze vorbereitet, hat sich an alles gedacht und jetzt fängt man an, mit der Druckerei zu kommunizieren. Und da können durchaus Dinge schief gehen. Das heißt also, um diese ganzen Fehler auszuräumen, sollte man bei der Druckerei nochmal anfragen, wie deren Druckmaschinen vorbereitet sind, wie diese konfiguriert sind. Und die meisten Druckereien haben eine Anleitung. Wir stellen eine Anleitung bereit, wie die einzelnen oder wie das einzureichende Material zu konfigurieren ist. Wie viel Rand anzulegen ist oder auch welche Dinge nicht gemacht werden sollen. Und falls das die von euch gewünschte Druckerei nicht bereitstellt, fragt bitte nach. Weil nichts ist schlimmer, als die Sachen dahin zu schicken und dann kommt zurück, wir können das nicht drucken. Ja? Das heißt also bitte danach fragen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, da hatte ich was an KDP geschickt und die waren dann mit dem Ganzen nicht einverstanden. Und die haben wir hier an der Stelle geschickt, ja, also wir können das so wie es in der Form ist nicht drucken, weil auf der Druckvorlage befinden sich Schnittmarken und diese Schnittmarken sollen da nicht drauf sein. Dann habe ich dann zurückgefragt, wie sieht es denn aus? Also das soll ja randloser Druck werden. Und da braucht man eigentlich Schnittmarken dazu. Und da kam dann an der Stelle zurück, nee, wir brauchen keine Schnittmarken, wir machen das mit Magie. Und das hat mich dann veranlasst, da nochmal einen Probedruck zu machen, um einfach zu gucken, wie gut deren Magie ist.
Und das würde ich auch jedem empfehlen, schlicht und einfach einen Probedruck mal zu machen, um zu sehen, ist das genauso, wie ich das haben will? Gibt es irgendwelche Abweichungen? Habe ich irgendwas vergessen? Ist irgendwas an die falsche Stelle gedruckt? Ist das PDF, was ich verschickt habe, vielleicht irgendwie falsch in der Druckerei angekommen? Hat es irgendwas durcheinander geworfen? Schlicht und einfach, damit es keine Überraschungen gibt und auch damit ihr die Möglichkeit habt, die Sachen zu korrigieren, falls irgendwelche Fehler auftauchen. Nichts ist schlimmer, als wenn das irgendwo vorbereitet ist und dann kommt das irgendwie doof zurück. Und ich habe dann gesagt, naja, machen wir doch mal einen Probedruck und prüfen mal, was da rauskommt. Und jetzt haben wir die Sache, finde den Fehler. Welche Fehler fallen mir auf? Oder fallen euch auf? Fallen euch Fehler auf? Ja. Der Banddruck. Bitte? Also der Druck auf dem Buchrücken ist verschoben. Oder? Genau. Der Druck auf dem Buchrücken. Ja, also hier sieht man es an der Stelle. Also ich gebe ja zu, ich habe Druck auf dem Buchrücken nur auf den mit dem roten Cover gemacht. Das heißt, hier habe ich dann mal keinen gemacht. Ich wollte nur bei dem roten gucken, warum. Aber man sieht hier an der Stelle, also hier ist es so ein bisschen am unteren Rand und hier oben ist es so genau auf der Kante. Die Abmaße sind bei jedem anders. Die Abmaße sind anders, ja. Also hier haben wir das genau nach rechts ausgerichtet. Aber die linke Seite, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das sieht insgesamt auch nicht bündig aus irgendwie. Ja, es ist nicht bündig. Und dann habe ich auch gefragt, wie kommt das? Ist eure Magie daran schuld? Und ich meine, ja, es ist einfach damit zu rechnen, dass es so ein Abstand gibt oder dass ein Versatz von bis zu 3 mm, damit muss ich einfach rechnen. Und das fand ich irgendwie nicht so toll, weil ich kann mir das auch nicht erklären, warum das sozusagen so da rauskommt, aber... Kann man dann absägen, kann man das? Naja, also ich habe 10 Exemplare als Probedruck machen lassen. Und meine Erwartung war, dass die alle gleich aussehen. Aber dieser graue Streifen ist irgendwie verrutscht. Die sind alle unterschiedlich groß. Der graue Streifen ist nicht an der gleichen Stelle. Das heißt also, wenn man den Vorschlag folgt und das hier quasi alle auf die gleiche Höhe setzt, dann ist der graue Streifen trotzdem noch irgendwo anders. Also der Umschlag hat eine andere Form. Aber sind die nicht sogar alle anderswo? Also ist da beim Schneiden nicht was schiefgelaufen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgelaufen ist. Ich kann... Was vieles schiefgelaufen. Ja, also das wollte auch die Druckerei nicht beantworten. Und ich fand das dann irgendwie ein bisschen traurig. Sollten die alle rot sein? Nein. Das ist natürlich eine interessante Frage. Nein, die sollten nicht alle rot sein. Das sind 5 verschiedene Farben, die ich einfach mal getestet habe. Also weiß, blau, orange, schwarz und rot. Aber ich war halt davon ausgegangen, dass es heute kein Problem mehr ist, 10 gleiche Exemplare drucken zu lassen. Die können vorkommen. Die Farben sind nur größer. Willst du verraten, welche Druckerei das war? Ja, das ist, gerade, das ist Amazon KDP. Mag ich nicht. Also wie gesagt, deswegen halt auch diese Überlegung, schaut euch eine lokale Druckerei an und vergleicht einfach mal. Die sind zwar vielleicht ein bisschen teurer, die haben vielleicht ein bisschen anderes Handling, vielleicht müsst ihr da hingehen, ja, aber die Qualität sollte da den Ausschlag geben. Weil nichts ist dümmer, wenn quasi euer Name draufsteht und es irgendwie nicht hübsch ist. Es steht ja nicht der Name der Druckerei drauf. So, dann schauen wir uns mal an, als Beispiel 1, was ich mitgebracht habe, das ist das Notizbuch für bessere Programmierung. Das ist im Endeffekt eine Art Schummelblatt oder ich nenne es mal auch Spickzettel. Das sind an der Stelle verschiedene Inhaltskommandos drin, Tastenkombinationen für WIM,
Also im Endeffekt alles das, was man braucht, um eine Ethikprüfung, um sich für eine Ethikprüfung oder um Meinungsgrundlagen sich gut vorzubereiten. Das ist ebenfalls veröffentlicht unter Creative Commons, das heißt also, es ist verfügbar im Digitalen und steht in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Die PDFs sind quasi, stehen zum Download, das heißt, wer sich das ausdrucken möchte, kann das tun. Und natürlich gibt es das Ganze auch gedruckt. Ich habe ein Exemplar mit, kann ich mal rumgehen lassen. Da kann ich sozusagen jeder mal einen Blick drauf werfen, wer möchte. Da hast du bessere Erfahrung gemacht. Bessere Erfahrung inwiefern? Ja, da hat es besser geklappt mit der Größe. Ja, da hat es an der Stelle geklappt. Das ist an der Stelle ziemlich gut geworden. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, das läuft an der Stelle. Tut. Weil dann bloß auch Amazon stand, deshalb brauchte ich. Ja, ich vermute ganz einfach, dass das schlechten Tag erwischt. Was weiß ich, Druckauftrag irgendwie auf 5 verschiedene Drucker gegangen, keine Ahnung, wer weiß. Ja, also von daher, das ist das eine, was ich gebaut habe, womit ich sehr zufrieden bin. Und das zweite, was ich noch als Beispiel nehmen will, das ist halt kein Latex als Grundlage, das ist das Paketmanagementbuch. Da kam auf jeden Fall ASCII-Doc. So, da kommt ASCII-Doc zum Einsatz und das ist in dem Sinne ganz cool, weil man dann sich nicht mit den LaTeX-Feinheiten auseinandersetzen muss, sondern weil wir uns quasi einfach auf den Inhalt konzentrieren können. Und mein Co-Autor Axel hat ein Makefile gebaut, wo wir auch die ganzen Ausgabeformate automatisiert bauen können. Also sprich, wenn wir an der Stelle ein PDF haben wollen, dann macht das Makefile ein PDF. Wenn wir ein HTML brauchen, kommt ein HTML raus. Und das ist dann noch verbunden mit einigen Hooks, die wir bei Git hinterlegt haben oder bei GitHub. Das heißt, wenn immer wir Änderungen vornehmen, wenn wir Dinge hinzufügen, dann wird das Ganze neu übersetzt und es braucht ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, bis nach dem Commit ein fertiges neues Exemplar zur Verfügung steht. Und das ist in dem Sinne ganz cool, das muss man nicht mehr per Hand auslösen und das vereinfacht es uns halt auch das Ganze bereitzustellen. Das gibt es, wie gesagt, derzeit nur in Deutsch. Für eine englische Variante haben wir die ganze Zeit vorgehabt, haben wir aber nie hinbekommen, weil wir das nicht mit dem Synchronisieren hinbekommen. Es steht zur Verfügung über das GitHub-Repo, es steht zur Verfügung über die Projektwebseite. Da gibt es aber eine Anmerkung. Eine Frage, geht es da um Pakete selber bauen oder um Pakete gut benutzen und genau wissen, was da drin ist? Also die Frage war, geht es in dem Buch um Pakete bauen oder um Pakete benutzen? Es geht in dem Buch nur darum, Pakete und Paketverwaltung zu benutzen. Das Bauen von Paketen kommt da drin nicht vor. Das haben wir explizit auf den irgendwann zu erscheinenden Teil 2 geschoben. Das Buch, wie gesagt, oder das Buch gibt es in den verschiedenen Formaten, gibt es digital. Und wer das SD-Lern-Paket haben will, gibt es natürlich auch. Das betreut dann mein Kollege und stellt das dann quasi alles zur Verfügung. Wer es gedruckt haben will, kein Problem, PDF vorstellen, ausdrucken, fertig. Da ist eine Frage. Gibt es Alternativen zur Wahl von GitHub Hooks oder Actions? Gibt es eine freie Alternative, die nicht in dem Besitz von Microsoft ist? Und sei es was zu bedanken? Also die Frage ist, ob es Erweiterungen gibt, die sozusagen nicht auf dem GitHub draußen und die nicht zu dem Git dazugehören. Also ich weiß, dass ich bei Git entsprechende Erweiterungen einstellen kann. Gibt es auch als weiteres Paket, das heißt dann glaube ich Git Hooks. Ja. Da müsste man aber gucken, ob das mit GitHub oder wie,
wie das unabhängig vom GitHub läuft. Das kann ich nicht beantworten, wir müssen nachgucken. Aber es ist eine spannende Frage, dass man sich nicht von jemand abhängig macht. Ja? Gute Idee. Was kostet das Buch, wenn es einen ausgedruckt ist? Du meinst das Paketmanagement? Naja, die unterste Teile. Also es hatte letztens jemand angefragt und es sind momentan ungefähr 500, 550 Seiten. Also wir waren, glaube ich, so bei 30 oder 40 Euro. Mhm. Ja, also ungefähr. Gibt es auch so eine Mindestzahl an Büchern, wo es überhaupt wirtschaftlich ist, die drucken zu lassen? Also kann man wirklich ein einziges Buch hier stehen lassen oder sagt man wenigstens dann eine Serie von 10 machen lassen? Also die Frage aus dem Publikum war, was lohnt es sich wirklich so ein Buch einzeln drucken zu lassen? Also man muss bei einem Einzeldruck ganz einfach sagen, das wird unglaublich teuer. Und wenn man sozusagen mehrere Exemplare hat, dann muss man an der Stelle mal überlegen, ob man nicht sagt, man lässt 10 Stück oder 20 Stück auf einmal machen. Und da ist meine Beobachtung, verschiedene Druckereien anfragen und denen sagen, das ist mein Ausgangsmaterial, diese Menge möchte ich gerne, und dann die einzelnen Angebote vergleichen. Ja, weil ansonsten zahlt man halt sehr viel für das entsprechende einzelne Exemplar. Also das ist meine Vorgehensweise dann davon. Ja, bitte. Das als Kommentar dazu. Ich habe mal bei Book on Demand erst geguckt, was ich fertig habe gestellt. Und da war mein Gefühl, dass ob ich 1 oder 10 bestelle, das kostet gleich viel, vielleicht wird es 100, vielleicht auch so. Aber also ich habe dann am Ende 3 geguckt, weil mehr Ausgaben habe ich ganz gebraucht. Und das war bezahlbar. Okay, also Taschenbuch, 400 Seiten schon relativ dick, auf 17 Euro das Exemplar. Okay, also wenn das Book on Demand quasi das an der Stelle bietet, dann ist das super. Ich muss ja an der Stelle, dann kann ich dann gerne mal mit nachschauen, ob es da Unterschiede gibt. Klar, wenn das funktioniert, gut. Das wäre dann meine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber wenn du das bei so einem Verlag, der quasi das über Amazon verkauft, aber on demand drucken die dann halt 10 Stück und verkaufen die wieder leer und drucken dann wieder 10? Weil wenn sie jedes Mal neu drucken, dann kann es ja nicht teurer sein, als wenn du eins bestellst. Also wie das Businessmodell da hinten dran funktioniert, wie das intern verrechnet wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, man kann einzelne Exemplare bestellen, man kann es machen und dann kommt man auf einen sozusagen Verkaufspreis. Genau, weil bei Book on Demand kannst du das Buch auch quasi in den Shop-Containern veröffentlichen und dann quasi sagen, was dein Zielpreis ist, und du kriegst dann eben die Differenz. Also dann die machen das dann alles für dich, das ist eigentlich super. Das ist in dem Sinne der einfachste Weg, das quasi in den Shop einstellen und zu sagen, hier, das ist das Buch, das gibt es zu dem und dem Preis. Und dann muss man halt eben gucken, rechnet sich das und so weiter. Also das geht halt schon. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, sage ich vielen lieben Dank und es dann noch viel Spaß. Tschüss.